Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video möchte ich euch nun einen brandneuen Outfit-Glitch zeigen, und zwar einen brandneuen Maske-Hut-Brille-Glitch. Durch diesen Glitch könnt ihr zur gleichen Zeit eine Maske, einen Hut und eine Brille tragen, aber ich denke mal, das wisst ihr sowieso alle schon. Jedenfalls gibt es jetzt mal wieder einen brandneuen Maske-Hut-Brille-Glitch und dieser funktioniert im Nachtclub und ist dazu auch noch wirklich mega einfach. Ja gut, der alte Maske-Hut-Brille-Glitch im Büro mit dem Teleskop funktioniert zwar immer noch, aber falls ihr gerade mal im Nachtclub seid und einen Maske-Hut-Brille-Glitch machen wollt, dann könnt ihr dies jetzt nun auch direkt im Nachtclub machen und dann müsst ihr jetzt nicht wieder extra zurück zu eurem Büro fahren. Und deshalb fand ich hier an dieser Stelle, dass dieser Glitch doch echt nützlich ist und dass ich euch diesen einfach hier mal heute zeige. Dieser Glitch funktioniert auf jeden Fall zu 100% auf der PlayStation 4, auf der Xbox One und auch auf dem PC, was mich persönlich echt freut, dass es auch endlich mal wieder einen Glitch gibt, der auch auf dem PC funktioniert. Aber ich würde mal sagen, meine Freunde, dass ihr jetzt dem Video noch schnell einen Like da lassen könnt und dann beginnen wir jetzt auch direkt einmal mit dem eigentlichen Glitch. Und zwar braucht ihr ein bereits vorgespeichertes Outfit, auf dem sich ein Hut und eine Brille befindet. Und deshalb zieht euch einfach euren Wunschhut und eure Wunschbrille an und speichert das Ganze eben ab. Ich nutze dafür auf jeden Fall hier in diesem Video mein Checkerboard-Outfit, auf dem sich eine Cappy und eine Brille bereits drauf befinden und das Ganze hatte ich halt schon vorher abgespeichert. Als nächstes, wenn ihr jetzt nun so ein Outfit abgespeichert habt, dann solltet ihr euch jetzt nun eine Maske anziehen und zwar eine Maske, die ihr gleich auf dem Outfit, welches ihr euch ja gerade abgespeichert habt, rüberglitschen wollt und das Ganze könnt ihr entweder über euren Kleiderschrank machen oder über euer Interaktionsmenü. Ich nehme hierfür auf jeden Fall in diesem Video die Einhornmaske, weil ich finde, dass die Kombination der Einhornmaske mit einem Hut immer am Ende extrem lustig aussieht und deshalb nutze ich auf jeden Fall die Einhornmaske hier in diesem Video. So, habt ihr jetzt nun euch eure Wunschmaske aufgesetzt, dann lauft ihr jetzt nun zur Theke im Nachtclub und dann machen wir jetzt dort den ersten Teil des letzten Solo Money Glitches und zwar müsst ihr jetzt hier an der Theke nun die Pfeiltaste nach rechts und die Starttaste zur gleichen Zeit drücken. Und wenn ihr jetzt nun alles richtig gemacht habt, dann seht ihr jetzt noch, wie sich das Pausenmenü öffnet und wie euer Charakter sich unter dem Pausenmenü darunter weiterhin in der Animation befindet, um etwas an der Theke zu bestellen. Und nun müsst ihr auf den Karteireiter online gehen und dort geht ihr dann einmal ins Criminal Enterprise Starter Pack rein. Seid ihr jetzt hier drinnen nun angekommen, dann verlasst ihr dieses ganz einfach wieder und dann schließt ihr wieder euer Pausenmenü. Und nun macht ihr ganz einfach 2, 3, 4 Schritte von der Theke weg und dann bestellt ihr euch jetzt ganz einfach aus diesem Menü hier einen Wodka. Habt ihr das jetzt nun gemacht, dann öffnet ihr jetzt nun instant euer Interaktionsmenü und dann geht ihr auf die Kategorie Stil und dort zieht ihr euch jetzt nun das Outfit an, welches ihr euch ja vorhin abgespeichert hattet. Habt ihr das nun gemacht, dann wartet ihr jetzt nun so lange, bis ihr den Wodka bekommen habt und bis euer Charakter nun den Wodka getrunken hat. Und sobald ihr jetzt nun diesen fertig getrunken habt und ihr euch nun wieder bewegen könnt, dann spawnt die Maske nun auf euer Outfit und boom, ihr seid jetzt nun auch schon mit diesem Glitch hier fertig. Das Einzige, was ihr jetzt halt noch machen müsst, ist das ganze Outfit hier bei euch im Kleiderschrank abspeichern gehen. Ich finde auf jeden Fall, dass dieser Glitch hier extrem nützlich ist, wenn ihr euch krasse Outfits erstellen wollt und zusätzlich ist diese Nachtclub-Methode hier wirklich eine extrem gute Alternative, falls ihr mal keinen Bock habt, zum Büro zu fahren und dort dann eben einen Maske-Hut-Brille-Glitch zu machen. So, ich bin jetzt nun aber an dieser Stelle mal raus. Ich wünsche euch jetzt noch einen hammergeilen Tag und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Like da und wenn du gerade hier neu auf meinem Kanal sein solltest, dann kannst du mich jetzt auch gerne kostenlos abonnieren und nicht zu vergessen, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA Online und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.